Hallo da draußen und willkommen zurück zu Thief 2. Und ich sehe gerade, mein CD-Laufwerk ist noch offen. ein super Start. Ja, wie ihr seht, wir starten gerade die Mission Casing the Joint komplett neu. Es hat nämlich einen gewissen Punkt. Ich hatte gerade schon 15 Minuten Aufnahme, habe zuvor schon geguckt, wie können wir dieses verdammte Level jetzt endlich lösen. Die Antwort war letzten Endes irgendwie scheinen beim Patch 1.1.8, keine Ahnung, irgendwie erscheint die Box nicht, wo drin ein Zahnrad ist, mit der wir einen Geheimmechanismus öffnen und dann ist alles im Arsch. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert, ich habe versucht, eine deutsche Version zum Laufen zu bekommen, was noch vergeblicher war. Deswegen, ja. Und die Speicherstände übertragen ging auch nicht und ach, dann habe ich es auch da sein lassen, habe dann hier versucht, mit Climbing, Glitching und sonst was noch auszuprobieren. Bis ich auf die dämliche Idee kam, lass doch mal testen, ob es vielleicht auf einem höheren Schwierigkeitsgrad der Spawn wieder funktioniert von dieser Scheißkiste. Und da habe ich mal durchgetestet und natürlich auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad, also Expert, spawnt letzten Endes dann die Kiste. Also, wir werden jetzt Spaß haben in diesem Level. Find out what kind of current the mechanics have been sending. Wir machen es einfach mal. Wir werden während der Mission, glaube ich, sehen, was abgeht. Wir können eh nichts groß machen. Noisemaker könnten wir natürlich gebrauchen. Sonst noch Frog Eggs. Wir dürfen ja keinen umbringen oder sonst was. Das ist halt scheiße. Speed Potions. Ach komm, wir lassen es mal. Dann machen wir uns mal jetzt hier einen neuen Speicherstand. Wobei ich kann gerne mal zeigen, wie mein Glitching aussah später. Und zwar so. Ich habe mir dann später eine Kiste geholt, die wollte dann hier draufstellen, habe da zwei Pfeiler angebracht, habe hier hinten einen Pfeil angebracht und habe versucht, da oben reinzusteigen. Und das über eine halbe Stunde lang und es hat nicht funktioniert. Also, ja. Na denn, wir hoffen mal, dass jetzt alles klappt. Ich werde mal ein bisschen durchhuschen. Mittlerweile habe ich ja auch rausgefunden, schon bereits in Foren. Was? Sorry zum Übersteuern, aber... Alter! Oh Gott, wie sehr habe ich den übersteuert jetzt? Oh, falsch. Oh, das wird gedröhnt haben in der Aufnahme, verdammt! Es hat mir selbst in den Ohren gedröhnt, sagen wir es so. Selbst die Tür funktioniert jetzt, das gibt's doch nicht. Okay. Ich hab mich nämlich erinnert, dass ich irgendwann mal für irgendein Level wohl auch einen Schwierigkeitsgrad hochstellen musste, damit irgendwas funktioniert. Und ja, anscheinend funktioniert es wieder mal. Storage. I'm sure Gervasius has lots of things Ja, down here that he'll ja. never miss. Ja, das habe ich heute auch noch. Ja, Garrett, ganz ruhig. Und das habe ich heute auch noch nicht 10-mal gehört schon, nein. Wir müssen. Da hinten steht schon die Kiste. Einmal hier runter. Dafür mache ich kurz hier ein Seil. Das ist super verkackt, egal, wir dürfen eh nicht entdeckt werden. Hä? Ich bin doch in keinem Konflikt, oder doch? Ja, der ist jetzt weg. Gut. Da ist doch niemand, oder? Habe ich da was übersehen? Wie, das ganze Level buggt. Selbst auf Expert. Weil ich habe das Ding nicht versucht einzusammeln letztens. Ich will meinen Pfeil wieder haben. Ja. Es scheint zu klappen jetzt. Vielleicht waren wir zu übereifrig direkt dran, nachdem er weg war. Wir können mal versuchen, jetzt hier abzuhauen. Und zwar müssen wir jetzt nach oben. Das sollten wir irgendwie hinbekommen, würde ich behaupten.
Was mir gerade einfällt, wobei, nee, wir sind ja unten gewesen, ne? Aber da hinten ging es hoch, theoretisch. Oder müssen wir nach oben? Ich guck gerade. Ach, hier ist auch eine Uhr. Könnte es sein, wartet? Nee. Die kann man einfach so verstellen oder was? Oder wir gucken gerade mal. Nee, hier ist auch kein Texturfehler oder sonst was, was es andeuten könnte. Na gut. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt die Treppe nach oben finden nochmal. Und versuchen mal schnellstmöglich hier wegzukommen. Da vorne müsste eine Wachanlage sein. Ja, nee, die aktivieren wir mal. So langsam kenne ich das Level echt in- und auswendig. So genervt hat es mich. Oh fuck, Alter. Bitte sag, ja, keiner da. Dann können wir nämlich jetzt geschildert hier nach oben erstmal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier klauen soll oder sonst was. Ich habe die ganzen Aufträge jetzt nicht ganz durchgelesen. Ich hoffe, wir müssen einfach nur ungefähr das machen, was wir auch in normal machen mussten. Sonst gucken wir einfach mal gleich. Und schon sind wir oben. Das ist der Ding. Was? Wer hat uns sitzen bemerkt? Ich habe das gar nicht registriert. Ich habe nur einmal kurz aufschreien hören. Und das war's. So. Hier können wir nämlich bestimmt hier durch den Geheimgang oder sowas. Hier ist kein Geheimgang? Doch, hier muss einer sein. Da. Geht doch. Ach stimmt, mit C ist ducken. Egal, warum anscheinend nicht. Hier läuft jetzt auch alles direkt ein bisschen besser. Man hakt nicht an allen Ecken fest. Oh, perfekt. Genau den Gang brauchten wir. Die Geister machen wir jetzt mal nicht wieder. Ja, wir kennen eure Geheimnisse. So. Und willkommen. Jetzt fügen wir das Ding ein. Oh, warte. Tada. Oh Gott, ey. Das tut gut. Nach über einer Stunde verdammten Rumprobiererei, diese Tür zu finden. So. Willkommen auf dem dritten Flur. Oder auf der dritten Etage, oder? Na, zweite Etage, ja. Gut. Verdammt! Er hat uns nicht gesehen, er hat uns nicht gesehen! Bitte! Verdammt! Da kommt noch einer! Uns hat keiner gesehen! Verdammt! Ah! Okay. Ganz ruhig und nochmal ohne so eine Scheiße. Haben wir da irgendwie. Ach, da, okay. Was? Spiel! Hör auf damit! Freeze der Pfeil einfach in der Luft ein! Ich hab Angst hier zu laufen. So, hier läuft der andere. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier oben groß lang soll. Ab hier bin ich wieder blind. Oh, das finde ich echt schön gemacht hier. Gucken wir uns einfach mal ein bisschen um. Im Speedrun habe ich immer gesehen, wie die Leute einfach aus dem Fenster gejumpt sind. Die ich mir hier angeschaut habe, damit ich überhaupt weiterkomme wieder. Ah, lass sie mal an. Machen wir mal alles hier ein bisschen off. Die Schalter machen wir einfach mal aus Prinzip hoch. Doch, das steht off. Ich wollte gerade sagen, das steht doch nicht on jetzt unten auf einmal, oder? Das wäre assi.
So, da haben wir das Ding auch ausgeschaltet. Boah, ey. Sag nicht, das ist jetzt das, was ich denke. Wartet. Hä? Okay. Ich hätte jetzt gerade, hier ist der Fahrstuhl drin. Ach, wisst ihr was? Das ist doch eh Holz. Na, hört sich was? Jo. Ja, jetzt müssen wir nochmal gucken. Ob es was bringt, glaube ich jetzt eher nicht. Aber doch, da hört man schon, das Ding wird aktiviert. Und fährt runter. Und das ist das schöne Ding, was wir von unten gesehen haben. Dann. Oh Gott, Alter. Er baut so eine Scheiße hier ein. Oh Gott. Also das Level ist echt mehr als frustrierend, vor allem wenn es buggt. Muss man ganz einfach sagen. Wo ist hier der Schalter dazu? Ach komm, Spiel, du weißt doch, ich krieg's nicht hin mit Schalter. Das hat man doch bei Bioshock gesehen. Verdammt. Boah, ich weiß noch Bioshock, Alter. Ich habe mir nach den Aufnahmen gedacht, nicht ernsthaft. Teilweise waren die Schalter einfach so dämlich versteckt. Also so dämlich, leicht versteckt. Dass man einfach viel zu komplex gedacht hat irgendwann. Das ist keine Neues. Es ist alles ruhig hier. Was? Böse, sehr böses Spiel. Casing. Na super. Da hinten ist jetzt die eine Tür. Da ist der nette Kerl. Der uns die ganze Zeit jetzt wohl auf die Eier gehen wird. Ich guck nochmal kurz, welche Sachen müssen wir machen. Ich speichere nochmal kurz das hier über. Objectives. Optional. Find at least 7 secrets. Okay, wir sollen 7 Geheimnisse finden. Das heißt, ach du Scheiße, map out the last half of the mansion. Ach du, get out to the streets. Ach so, wir sollen hier die ganze, das alles noch aufdecken. Letzten Endes. Okay. Ich überlege gerade, wie machen wir das? Ich würde sagen, wir machen erstmal hier oben das alles fertig. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht nochmal unten hingehen, um die Experten-Dinger fertig zu machen. Weil rauskommen wir so oder so. Sagen wir es mal so. Das sollte weniger das Problem sein. Nein, nein. Okay. Ich bin gerade etwas perplex. Okay, der hat uns doch bemerkt. Das war verkackt. Alter, wieso haben die den Arsch vorbeikommen? So, komm, komm. Boah, ich bin gerade so angespannt, dass die Typen einen vielleicht nicht erwischen. Oh. Alter, hier oben, ey. An den Wachen vorbeizukommen ist schon eine Kunst. Precursor Mask? Okay. Haben wir hier drin vielleicht einen Schalter oder so? Nein. Irgendwelche Secrets? Hier muss man doch irgendwo durch die Wände können. Das ganze Haus ist so aufgebaut gewesen. Zumindest im unteren Teil. Hier haben wir weitere Sicherheitsanlagen. Ja, da würde ich mal sagen, haben die Spieledesigner etwas zu hastig gearbeitet.
Tja, da haben sie einfach mal die Models ein bisschen verschoben. Da hingeklatscht. Naja, passiert mal. Und zwar sehr, sehr schnell. Vor allem, weil man dann noch im Stress ist, weil man das Produkt fertig machen muss. Hier haben wir noch so eine Maske. Und sonst auch nichts. Hier sind dafür die Dinger zu weit oben. Okay, wir sind dann also hier letzten Endes. Haben sie uns entdeckt? Ich speichere einfach mal einen neuen Punkt wieder. Weil theoretisch ja halt so halb entdeckt, ne? Sie haben uns jetzt nicht richtig ertappt. Die haben nur gemerkt, dass da jemand ist. Was eigentlich auch schon schlimm genug ist, aber ja. Dem Spiel reicht es anscheinend nicht, um mich direkt zu bestrafen mit einem Game Over. Och, leck mich. Come on up then. Nein! Er hat uns echt gehört? Habe ich ein neues Maker? Ja! Was? Leck mich am Arsch! Jetzt sind beide hier! Ja, der Kollege kommt. So, komm. Jetzt hier schnell weg. Das müsste klappen. Wo kommt der eine denn her? Oder ist es der aus dem Mittelraum, wenn ja? Das ist der aus dem Mittelraum. Perfekt. Na gut. Ja, man merkt, das Level ist absolut verbuggt. Oh, Alter. Was ist das denn? Wow, oh, also, ja, Ich hoffe, das gilt wenigstens als Secret oder so. Ich habe keinen Plan. Warte. Das ganze Level ist auf Secrets aufgebaut. Weil, da gucken wir mal hinter jede Ecke. Ja, ich schlafe auch gerne mit einem Bett, was im Boden fassen. Sieht aber gar nicht so scheiße aus, muss man sagen. Ich habe das Gefühl, hier fehlt wieder was. Irgendwas fehlt hier. So, hier können wir über die Seite. Dann kommen wir hier rein. Hier sieht's aber ordentlich aus wieder. Okay. Haben wir hier irgendwo wieder ein Geheimnis? Oder den Tischen oder so? Nein. Was ist hier? Ein Schreibtisch. Einfach mal durchklicken. Ich kann eh nicht da wirklich drunter gucken, weil die schon wieder zu niedrig sind. Also nee. Okay. Ja, ich weiß nicht. Jetzt haben wir das eine Secret gefunden, aber es bringt uns so ziemlich gar nichts, hier oben zu sein, merke ich gerade. Wir sind jetzt hier oben und finden nichts. Gar nichts. Wir haben alles schon durchguckt, wir haben ein paar Masken gefunden. Und der Typ ist uns voll auf den Fersen. Ja. Wir gucken mal, dass wir ihn vielleicht ein bisschen austricksen können. Wo stehen wir jetzt? Nee. Was? Was? wartet mal. Wo kamen wir denn hier hoch? Das sind noch da vor. 2:53. Nein. 4 Minuten. Geht das Ding echt zu, wenn man weggeht? Und dann können wir es vor allem nicht mehr öffnen. Nee, also. Wir lassen das mal jetzt hier oben in Ruhe.
Das scheint der größte Fehler zu sein, den man überhaupt mit dem Level machen kann.